Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Und ich habe gerade lange, lange geguckt, was wir heute machen. Das ist so wahnsinnig viel zu tun. Wir fangen an mit einer kleinen Beichte. Ich nehme diese Folge am Freitag auf und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich am Sonntag gestreamt haben werde. Aber was ich auf jeden Fall jetzt am Freitag schon gemacht habe, ist hier eine Autobahn zu bauen, weil hier wirklich immer ganz, ganz schlimmer Stau war. Und diese ganze Stadt hier schon komplett verstopft ist. Da gucken wir mal ganz kurz mal rein und das, naja, zu sehen. Da kommt nichts mehr voran hier, die ganzen Busse und so weiter, die stehen alle da rum. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Und das waren einfach dumme Gründe und ich dachte, ich baue jetzt mal hier so eine Autobahn, mal gucken, ob es dann besser wird. Hier stehen sie auch schon wieder. Ja, begeisternd. Wunderbar. Da gucken wir jetzt aber nicht hin. Wir gucken eher nach Gütern. Wir gucken, dass wir die Güter hier in Ordnung bringen. Und zwar liegen hier ganz viele Teile rum, die in Waren umgewandelt werden sollen. Und zwar viel zu viele schon. Wir müssen gucken, dass es besser wird. Da haben wir eine Rate von 344. Das reicht anscheinend nicht. Was haben wir da? Alte LKWs, die konnten wir eigentlich mal austauschen. Wir haben noch diese, was ist das hier? Weiß ich auch nicht mehr, wie die hießen. Hab's vergessen. Kenworth, glaube ich. Was ist das für Zeug? Das ist, wollen wir die transportieren? Kunststoff und Stahl. Aha, ja, na gut, dann brauchen wir diese Dinger hier. Machen wir das mal. 442, jetzt ist die Rate besser. Das passt, glaube ich, sogar. Müsste hinkommen. Tatsächlich, ich habe gestaunt, als ich das gesehen habe hier. Tatsächlich haben wir hier 1500 Kunststoff im Lager liegen und es fehlt Stahl. Glaubt ihr das? Es fehlt Stahl. Bisher hat immer Kunststoff gefehlt, weil wir zu wenig Öl hatten, aber es fehlt jetzt Stahl. Das ist unfassbar. Und da gucken wir jetzt auch gerade nochmal nach. Wir haben hier unseren Zug, den Teddy. Teddy fährt irgendwo rum, der bringt hier Erze und Kohle zum Stahlwerk. Und auch hier fehlt gerade Eisenerz, das ist unfassbar. Teddy, kommen Sie mal her. Die Uschi ist das. Das ist gar nicht der Teddy. Sorry, ist die Uschi. Uschi, was hast du denn da? Uschi hat gut gemischt alles. Hat für beiden genau gleich viel. Ich denke, wir müssen der Uschi mal sagen. Uschi, Hammer, nimm vielleicht mal eine Weile lang mehr Eisenerz mit. Ich denke, das wäre, glaube ich, gut. So, wir sind hier in Big Empolis Ost. Und wir sagen jetzt der Uschi, nimm mal bitte ein bisschen weniger Kohle mit. So, 50%, keine Ahnung. Jetzt müsste sie auf jeden Fall mehr Eisenerz mit reinnehmen. Bringt ja nichts, wenn sie die ganze Zeit Kohle dahin transportiert und es fehlt an Eisenerz. Wir könnten sie natürlich jetzt auch einfach eine ganze Weile lang nur mit Eisenerz fahren lassen. Könnten wir auch machen. Ich denke, das stellen wir mal eben ein. Dann muss ich halt dran denken, dass ich das irgendwann noch wieder zurückstelle. Gut, liebe Leute, eingestellt ist es. Und aufgeschrieben heißt mir auch zur Sicherheit. Also da müsste es jetzt passen, dass wir da mehr Eisenerz bekommen. Das heißt, es kommt am Ende auch mehr Stahl bei rum. Ja, das heißt, wir kriegen auch mehr Waren. Gut, das haben wir gelöst. Dann haben wir noch eine Sache, nämlich jetzt tatsächlich unseren Teddy. Den meinte ich vorhin. Der Kollege hier. Der fährt hier mit 320 Broten durch die Gegend. Und es liegen immer noch... Es liegen immer noch 300 hier. Also wir müssen den Kollegen länger machen. Das reicht einfach nicht. Dieser Kollege hier, unser Ulysses, der stopft hier so viel Brote hier rein in den Flughafen, in den Bahnhof, dass unser Teddy jetzt hier überhaupt nicht hinterherkommt. Wir haben den schon ein paar Mal angeschaut. Und ich habe mir da was überlegt. Also der ist gerade maximal lang. Länger geht er nicht auf unseren aktuellen Bahnsteigen. Wir können den noch länger machen. Das große Problem ist allerdings hier oben. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben hier schon einen scharfen Knick. Und ich denke, wir können das so machen, indem wir eine weitere coole Konstruktion hier bauen. Wenn wir das Ding hier einfach verlängern und dann haben wir mehr Platz hier umzudrehen hier hinten. Da müssen wir halt gucken, dass wir hier, also dass wir hier irgendwie eine Brücke drüber bauen. Das geht ja theoretisch. Also das ist natürlich was Größeres hier. Also wir können den Bahnhof verlängern bis, sagen wir, bis hier oder sowas. Ja, das müsste schon gehen. Und dann nutzen wir hier hinten den Platz, um da auszuholen. Und dann müssen wir halt hier hinten drauf kommen. Und das weiß ich nicht genau, ob er das so fake ist. Das müssen wir mal gucken. Sollen wir das mal probieren? Ob das geht? Da müssen wir halt hier erstmal abreißen. Oh Gott, ey. Das wird mir doch leid tun, glaube ich. Oh Gott. Was passiert, wenn ich das jetzt abreiß? Jetzt haben wir es gemacht und wir werden sehen, was passiert. Oh Gottes Willen. So, geht schon mal gar nicht. Ne, da ist auch... Oh, Schande, da ist nichts zu machen. Also wir können hier weiterhin, ein Glück, an der Straße hier so rumfahren. Aber ich würde gerne, dass der jetzt halt hier über die Straße rüber geht.
Das macht er aber auf keinen Fall. Aber wir können ihn immerhin so machen, dass er so in die richtige Richtung geht. Wenn wir das so machen, dann müsste er hier vielleicht über die Straße gehen können. Zur Not müsste er die Straße ein bisschen tiefer legen. Oh Gott, was haben wir hier getan? Ich hätte gedacht, das funktioniert besser. Ei, ja, liebe Leute, guckt euch das mal an. Das ist mein Meisterwerk hier. Jede Menge Brücken und Tunnel hier. Ja, ich glaube, da werde ich auch ein bisschen basteln müssen. Ja, liebe Leute, ich habe es jetzt hier hinbekommen, indem ich hier die Straße ein bisschen tiefer gelegt habe. Das ist soweit ganz gut. Das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Nur das reicht hier nicht. Also, jetzt sind wir hier an dieser Seite. Also, wir müssten... Weiß nicht. Es geht schon. Wir müssen halt hier... Der fährt hier ein paar Schlenker irgendwie. Das sieht blöd aus. Er kommt hier an. Da fährt er nach links, da fährt er gleich wieder nach rechts und dann fährt er hier diesen fetten Schlenker. Ich überlege, ob wir das anders machen können. Wir könnten das theoretisch anders machen, indem wir uns diese Schlenker hier sparen, wenn wir die Gleise hier einfach geradeaus weiterfahren lassen und dann hier rüber gehen irgendwie. Und dann müssen wir halt dieses Ding hier ein bisschen früher abzweigen lassen. Also wir machen das hier. Also wir tauschen im Prinzip, das Gleis geht hier lang und die Straße geht hier lang. Also ich denke, wir probieren das mal eben. Mal gucken, was dabei rauskommt. War das ja weg und jetzt hoffe ich, dass wir das nochmal hinbekommen. Ja. Ja. Also damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. Sieht schon mal deutlich besser aus. Müsste da wirklich so hoch gehen. Das ist jetzt hier auf 116 Meter. 124 Meter. Ah, okay, wir müssen so hoch. Das geht nicht anders. Gut, alles gefällt mir ganz gut. Wir können hier ausholen. Jetzt macht er zwar immer noch... Moment, macht er hier noch Schlenker? Ja, er macht hier noch irgendwie so einen Schlenker. Ich traue mich jetzt nicht, das wegzumachen. Sonst funktioniert am Ende die Brücke nicht mehr, wer weiß. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, schnell genug. So, wir machen das mal einfach. Den nehmen wir mit. Halt! Jetzt habe ich nicht getestet, ob wir da Pfeiler hinbekommen. Ich fürchte, da kriegen wir keinen Pfeiler hin. Soll ich es mal abreißen? Ne, wir lassen es. Hier ist Funktion über Optik. Ist wichtig. So, und jetzt machen wir unseren Schlenker. Also, dass der da nicht mehr schnell fährt, ist ja schon klar. Das macht er hier auch nicht. Also, da mache ich mir auch keine großen Sorgen. So. Ja, komm. Und ich denke, wir bauen auch gerade den Bahnhof komplett aus. Wir vergrößern den. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Also, oh nee. Ich sehe gerade, ich kann den hier nicht mehr weiter ausbauen. Er ist maximal ausgebaut in diese Richtung. Das kommt davon. Ich habe noch nie mit so großen Bahnhöfen gearbeitet. Ich nehme an, dass der sich nur nach da hinten noch ausbauen lässt. Ach komm, das ist doch... Das ist doch wirklich jetzt bescheuert, echt. Gut, das ist ja kein Kopfbahnhof. Der war geplant als Durchgangsbahnhof. Das heißt, ich habe immer nur in eine Seite gebaut. Und hier in die andere Seite habe ich halt nicht gebaut. Wenn wir den jetzt als Kopfbahnhof hätten, dann wird der Bahnhof hier stehen und das würde sich lang ausbauen, das auf 600 Meter, aber so geht das anscheinend nicht. Ach, das ist aber wirklich mehr als ärgerlich. Das Einzige, was mir jetzt da noch einfällt, ist, ich reise den komplett ab, baue eine Art Kopfbahnhof hin und baue dann von dort aus. Also das, jetzt haben wir das hier schon alles geändert, ich will das nicht so lassen. Ich glaube, ich muss den abreißen und neu machen. Voll ärgerlich, liebe Leute. Gut, was bleibt uns übrig? Wir machen das. Oh, liebe Leute, ich hab's geschafft. So sieht das jetzt aus. Ich konnte sogar zwei Gleise rausnehmen. Diese Strecke hier, das ist unsere Steel-Strecke, also unsere Strecke, die Stahl daherbringt. Die führt ja sowieso nur dran vorbei. Ist zwar ein bisschen krumm jetzt hier geworden, aber ich denke, das ist okay. Und wir hatten hier vor 5 Gleise auf dem Bahnhof drauf und jetzt sind es bloß noch 3 und ich denke, das passt. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich habe hier krumme Stahlbrücken gebaut. Kurvige. Ich finde, das sieht ganz okay aus. Und der Bahnhof ist jetzt 480 Meter lang. Das heißt, unser Teddy passt da drauf. Erfreulicherweise werde ich das jetzt hier eigentlich auch noch machen müssen. Ich habe eigentlich gerade die Nase voll von... Oh Gott, das will... Von Bahnhofsumbauten. Ist der wirklich... Wieso ist denn der so kurz, dieser kleine Bahnhof? Ah, der ist ja... Ist der Graf war 380 Meter lang, oder? Ach, du Schande, ja, ich... Gut, es müsste theoretisch gehen, den länger zu machen.
bis hinter der Brücke müsst ihr dann ausbauen können. Ja, es geht, glaube ich, schon. Das können wir eigentlich schon machen. Dann haben wir auch noch den hier. Oh. Da müssen wir auch noch ein Stückchen dranhängen. Müsste eigentlich machbar sein, dass wir da noch zwei so Module hinten dranhängen. Ich guck mal eben, ob das geht. So, meine lieben Leute, ich vermelde gehorsamst. Ich habe alles ausgebaut. Dieser Bahnhof in Big Empolis ist 480 Meter lang. Ich habe sogar gerade diese Brücke noch oben drüber wieder gebaut. Die muss ich gerade abreißen. Hier unten scheint, denke ich mal, alles zu passen. Und auch dieser Bahnhof hier drüben ist jetzt auch 480 Meter lang. Also, wir haben jetzt Bahnhöfe, die sind wirklich lang genug. Halt, hier fehlt noch vielleicht eine kleine Plattform. Ja, ja, die sollten wir da mal drauf fahren und dann können wir unseren Teddy nochmal verlängern um 80 Meter. So ein Aufwand um 80 Meter. Ich gehe kaputt, ey. So, Teddy, kommst du mal her? Der Kollege ist jetzt 390 Meter lang. Ah, okay, wir können ihn sogar noch. Wir können 90 Meter verlängern, nicht mal 80. Wahnsinn. Cool, da guck mal, was wir da drauf bauen können. 483 ist wieder zu viel. 460 ist zu wenig. Ach. Egal, da machen wir ein bisschen mehr drauf. So, zack. Meine Güte! Knapp 500 Meter lang ist er jetzt. Kommen Sie mal her, jetzt will ich das Ding aber auch angucken hier. Fährt gerade den Berg hoch, die neue Strecke entlang. Wow, ist der lang! Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der. Wie gut der ist. Mittelmäßig, aha. Na gut, der muss jetzt auch gerade ein bisschen kriechen. 63 km/h. Ja, kein Wunder, also der hat hier echt. Der hat hier echt zu knabbern an dieser Strecke. Aber gut. Also der hat jetzt eine riesige Kapazität. Ich weiß nicht, ich verstehe das hier. 400 Kapazität. Rate. 480, aha. Na gut, das ist immer noch nicht viel. Aber der hat auch wirklich keine leichte Strecke zu fahren. Ja, na gut. Also, es ist wie es ist. Hier fährt gerade unser Stahlkollege durch, die Uschi. Da haben wir ja gesagt, die soll nur noch Eisen transportieren. Mann, ist es ein Zug. Richtig cool. Alter, ist ein langer Zug. Wahnsinn, jetzt gucken wir mal, wie viel der übersteht. Also er wird leider ein bisschen überstehen. Wir gucken mal, inwiefern er das beeinflusst. Ah, jetzt kommt. Also wegen 3 Meter wirst du jetzt wohl nicht hier rummachen, oder? Mal gucken, wie ihn das beeinflusst. 0,99. Ja gut, okay, also, ja. Es kommt sowieso nicht hier viel an. Hast du nichts zu transportieren? Nee, ich habe ja den Bahnhof hier komplett abgerissen vorhin und neu aufgebaut. Deswegen war alles, was drauf war, weg. Also, naja, gut. Gut, liebe Leute, das war jetzt gerade einiges an Arbeit für mich. Wir konnten mal eben gucken, was das jetzt, wie es hier läuft. Ja. Läuft, glaube ich, was. Aha, weiß nicht genau. Die spawnen ein paar Autos nur wieder. Die müssen sich, glaube ich, immer noch ein bisschen sortieren. Jetzt haben wir hier Stau, den hatten wir vorher noch nicht. Hier war es komplett staufrei auf dieser Seite. Oh, ich könnte heulen, ey. Naja, gut. Ich könnte heulen. Es ist so bitter. Hier ist Stau. Hier ist. Fahren die nach links? Ah! Oh, kein Wunder! Ich hab. Oh. Kohlebergwerk. Ich hab hier vergessen, diese Abfahrt zu machen. Okay, das machen wir gleich. Wo ist hier ein Kohlebergwerk? Was. Okay, das kann verschwinden. Mach's gut. Tschüss. So, ich habe hier die Abfahrt vergessen hier. Meine Güte, ist das blöd. So was Dummes aber auch. Kommen Sie mal her. Ja, hier fehlt die Abfahrt. Die habe ich vergessen drauf zu machen. Man sieht sie auch nicht. Also, gut. Die werde ich eben draufballern. Gut. Nee, Leute, ich habe es geschafft. Das sieht jetzt so aus. Warum nicht? Also ja, mal echt, das ist ein Wunderwerk, finde ich. Ein Wunderwerk der Technik, meiner Meinung nach. Aber gut, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, dass die jetzt hier abbiegen können. Das habe ich komplett vergessen. Deswegen gab es, glaube ich, hier so einen Riesenstau, weil die alle hier nach links abgebogen sind. Egal. So, na gut. Liebe Leute, dann schauen wir mal hier auf Big Empolis drauf. Da ist er komplett staufrei. Was ist hier los? Wie ist es denn hier wieder? Achso, weil sich das verengt. Ja gut, das sind die halt einfach dumm, die Leute. So, jetzt schauen wir nochmal auf unsere Maschinenteilproduktion hier. Uiui. Da kommen unsere LKWs nicht hinterher. 108 ist anscheinend zu wenig. Das ist ja gut. Wir gucken auch gleich mal, ob es jetzt hier Stau gibt irgendwie. Es sieht nicht so aus bis jetzt. Kann natürlich noch kommen. Wir werden einfach zwei davon klonen oder so. Machen wir noch einen. Komm, was soll's. So, lieber zu viel als zu wenig am Ende.
Okay, damit müssen wir besser klarkommen. Ansonsten sieht es gut aus hier. Sehr schön. Oh, das ist nicht ganz gleichmäßig, aber ich denke, das passt schon. So, noch ein Blick in unser Stahlwerk. Kohle wird leise abgebaut. Wo ist unsere Uschi hier? Kommt hier gerade. Hat geladen. 370 Eisenerz. Oh. Okay, 370 Eisenerz und viel zu wenig Kohle. Ja gut, kein Wunder. Sie nimmt halt alles mit, was hier liegt an Eisenerz und mehr kommt nicht zustande. Was ist denn hier passiert? Da ist irgendwie so ein Stummelchen. Ja, dann würde ich sagen, löse unseren Blocker hier wieder auf. Die soll wieder alles mitnehmen. So, jetzt soll sie wieder alles mitnehmen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mehr Kohle einpackt als Eisenerz. Oh, was sehe ich hier? Kein Stau. Das ist schön. Hier hatten wir auch sehr viel Stau immer. Das habe ich übrigens schon vorher gemacht. Wir hatten hier sehr viel Stau an diesem Ort, Francisco, weil hier immer Straßen hier rüber gingen. Da und da. Und der Stau hat spätestens hier angefangen. Also der ging hier so richtig weit zurück. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt hier mal weg. Diese Straßen, die dürfen jetzt nicht mehr darüber fahren und dementsprechend haben wir jetzt keinen Stau mehr. Es gibt dafür hier eine Unterführung. Und wer unbedingt will, kann hier rausfahren. Oh. Da gibt es Problemchen. Egal. Gut, das bedeutet natürlich auch, dass die Leute, die von hier gekommen sind und hier lang gefahren sind und hier rüber abgebogen sind, die können jetzt hier nicht mehr lang fahren. Die fahren jetzt stattdessen hier lang und stehen jetzt halt hier so rum. Aber gut, vielleicht löse ich das auch nochmal wieder auf. Was ist das? Seid ihr verrückt? Also im Ernst? Jetzt fangen die an hier zu bauen. Ich könnte kaputt gehen. Ernsthaft. So, liebe Leute. Alles gesichert. Hört aber auf, ey. Unfassbar. Liebe Leute, wir hören an dieser Stelle auf. Ich muss zeitig weg. Und ich hoffe, euch gefällt, was ich tue. Schreibt mir gerne rein, was ihr hier von diesen Konstruktionen irgendwie haltet. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.